So, erstes neues Video. Ein bisschen aufgeregt. Ja, Leute, ihr seht's ja. Ich bin wieder da. Bisschen viel Leid in meiner Fresse, aber ich habe hier so eine mobile Kamera, die ich auch letztens schon mal irgendwo dabei hatte. Werdet ihr dann sehen. Ich wollte mich, bevor das Video jetzt losgeht, erstmal für 600.000 Abonnenten bedanken. Wie viel? 600.000. Nee. Doch. Nee. Ja. Nee. Doch. Was? 600.000. Kalle. Ja. 600. Ja. Wie jetzt? Von wo? Von YouTube. Du hast doch ewig nichts gemacht. Ja, aber die ganzen Leute haben weiter abonniert. Kalle, mir wird schwarz vor Augen. Ja. Ja, also, es geht jetzt wieder los und heute wollte ich mal ein paar Antworten liefern, dachte ich mir so. Denn vielleicht habt ihr ja ein paar Fragen und da müssen wir dann vielleicht einmal kurz drüber sprechen. Sebastian, alles gut? Was soll ich denn da mal machen, ne? Ich meine, wenn der, wenn es dem nicht gut geht, dann können wir ja... Sebastian? Hast du nicht eben noch... Ach, Kalle! Wieso bist du jetzt hier? Kalle, die Frage aller Fragen. Kalle, die Frage aller Fragen ist, was machst du jetzt eigentlich hier im Instinct 3 Office? Das ist einen guten Fragen, vom Leben her. Tatsächlich ist es so, ich bin jetzt bei Instinct 3, Sebastian. Nee! Doch, bei Instinct 3. Du verarschst mich. Ich arbeite jetzt wirklich hier. Ja. Nee. Doch. Ja. Herzlich willkommen. Ich bin jetzt bei Instinct 3. Tatsächlich seit Anfang Monat. Ich hatte jetzt, heute ist Mittwoch. Video kam, es ist für euch jetzt in der Vergangenheit sowieso, ne? So wie immer halt, weil es muss ja geschnitten werden. Ja, kamen jetzt tatsächlich einige Sachen dazu. Ihr habt es vielleicht über Social Media mitbekommen, bei Freaks for You Gaming wurde tatsächlich das Influencer Department aufgelöst. Und da war der Weg in die Altstadt nicht so weit, oder? Ja. Weil unsere Büro in der Altstadt ist. Genau, ja. Genau. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, die letzten Jahre habe ich eigentlich immer mit Instinct 3 viel zusammengearbeitet, auch mit Influencern von Instinct 3 oder Influencerinnen, wie Gnu zum Beispiel auch. Und Sterzig war ja auch ganz oft dabei, auch ist immer noch dabei, wie zum Beispiel in der Aufnahmegruppe SG Hakan, die ja auch stattfindet. Mittlerweile 3 Jahre, Kalle. Du bist 3 Jahre schon, ne? Alter, das ist insane, oder? Ja, ich weiß nicht, du bist das erste Mal gesehen. Ja, ich lauf's ja nicht vorbei. Ja, ja. Du nickst mich an, ich dachte, ja, noch ein Fan, geil. Ja, aber gar schon nicht. Ein bisschen. Ja? Ich kannte dich zumindest. Ja, immerhin, immerhin. Jedenfalls bin ich jetzt hier und das bedeutet, Videos werden aus den Büros und aus den Studios hier auch weiterhin aufgenommen werden. Wo, wie, wo, was, wann, wie, wo. das dann demnächst oder nachher, falls im Verlauf des Videos. Also bleibt dran. Mal kurz Werbung machen? Klar. Noch nicht einlenken, noch nicht einlenken. Oh. Bist du mit deiner Hinterachse? Das bedeutet, dass für meinen Alltag, ich bin jetzt eigentlich jeden Tag hier im Büro, habe hier meinen eigenen Platz, habe eine neue Managerin, die gute Jessica. Hallo Jessica. Das Ganze unter Leitung von Nadine, die auch für Sebastian im großen Stil, sag ich jetzt mal, zuständig ist. Aber du arbeitest ja mit Anna. Genau, ist ja die Chefin. Die Chefin. Der Artist-Management-Gruppe. Genau. Das ist die Nadine, die ist so Head of Everything, what's going on. Ja, also wenn mir mein C wehtut, dann rufe ich sie an. Erst Jessica und Jessica ruft dann Nadine an. So, oder ich mache einen Asana. Und ja, das, in content-technisch wird dann hier auf diesem Kanal natürlich auch wieder was passieren. Aber jetzt wechseln wir erstmal den Raum. Übrigens habe ich auch hier einen eigenen Schrank. Wir haben hier alle so Schränke und meiner ist direkt neben Henno. Cool. Dann gehen wir jetzt hier mal in die Altstadt, so heißt dieser Meetingraum hier. Der ist auch wunderschön. Ne? Was ja? Du bist ja schon wieder hier, Mann. Oh, oh. Wie kann es denn sein, dass du immer in den Räumen bist, wo ich hin will? Man nimmt auf und dann ist man voll müde und ich nehme seit 3 Tagen durchgehend auf. Ja, was nimmst du auf? Oder bist du immer noch im Krieg mit Idaho? Nee, du nimmst auf. Ich nehme Idaho, weil mit denen rechnet keiner, aber Kalifornien ist... Du hast ja eben gesagt, jetzt geht's wieder los. Jetzt geht's wieder los. Ja, jetzt aber, Instinct und so. Ne? Aber was kommt denn jetzt? Weil ich habe ja deine Sachen verfolgt. Ich frage mich jetzt,
Was kommt denn jetzt? Ja, ja, hier auf dem Kanal. Ja. 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 Ach, schön, dass du fragst. Sag doch mal. Ja, ich sag jetzt mal. Also Sebastian, zukünftig werdet ihr Content hier bekommen, den ihr eigentlich schon auch kennt, aber ein bisschen weniger von gewissen anderen Dingen. Das bedeutet, ich habe ja letztes Jahr zum Beispiel angeteased, dass es jetzt Musik geben wird. Ja, oh mein Gott. Kastrop Spandau? Jo. Ja, ne? Kastrop Spandau, Ehre auf dem Kopfdrop. Habe ich jetzt auch auf sozialen Medien schon verbreitet. Wir haben jetzt 3 Songs zum Beispiel im Petto. Und das erste Musikvideo haben wir jetzt sogar schon gedreht. Und wird jetzt gerade in diesem Moment wird es geschnitten. Da ist Sebastian sogar dabei. Ja? Es ist so Zucker geworden. Jetzt. Also ja. Von allem Content, der bisher kam, das ja. Ist so die Cranberry on the top of the Zane. Ja. Hier eine Szene mit Sebastian, wie er schreit. Ja, wird geil, oder? Ja, das wird so. Ja. Das ist dann auch quasi der Einklang in den musikalischen Content. Da ist dann auch, da wird dann nach was folgen. Dann wird es noch ein Video geben, genauso wie hier jetzt. Ja. Nochmal aus dem Studio, wie ich dann den Song gemacht habe. Es wird ein Making-of geben. Wir haben quasi während des Musikvideodrehs auch ein Making-of direkt gedreht. War auch lustig, glaube ich, was man da so. Ja, ja, allein, wir haben uns ja auch konstant bepisst vor Ort. Ja. Es war eigentlich immer geil. Wenn also, die Sachen erstmal in einem gebündelt sind. Ja. Oh. Ich sehe tatsächlich jetzt gleich, ihr wisst es nicht, aber ich sehe jetzt gleich die erste vollständige Version von dem Video. Nach diesem Dreh, den wir jetzt gerade haben. Das ist das eine. Und ihr habt vielleicht schon mal das letzte Video von mir gesehen. Da bin ich zum Beispiel mit Shoyoka auf dem Weihnachtsmarkt. Und da haben wir für Eintracht Spandau Geld gesammelt, indem wir Glühwein verkauft haben. Und das Geld wurde dann an bestimmte Organisationen gespendet. Habt ihr dann vielleicht im Video auch gesehen. Und sowas will ich zum Beispiel jetzt öfter machen. Und ich habe sogar schon das erste Video für euch in der Pipeline. Auch da, wer mir auf Social Media folgt, Twitter und Instagram, hier von Sebastian auch, by the way, hier auf jedem Finger quasi ein... Aber erstmal Werbung. Erstmal Werbung. Kaffee. Also folgt mir überall und Sebastian auch auf Social Media, Instagram, Twitter, TikTok übrigens auch. Wir beide machen TikTok. Sebastian hat mich auch schon ein paar Mal gefilmt auf TikTok. Ich war jetzt tatsächlich Busfahren und da ist auch dann demnächst das erste Video geplant, hier auf diesem Kanal, wie ich in real life Bus gefahren bin. Hier ein ganz kurzer Ausschnitt. Rum. Genau. Oh, der war wirklich kurz. Der war sehr aber gut. Ausreichend. Ausreichend, um auch das Gefühl zu vermitteln, dass ich im Bus sitze. So, ne? Und wir haben halt hier wirklich, ich habe es ja eben schon erwähnt, tolle Meetingräume. Und da kann man sich jetzt hier auch mal hinsetzen. Und das ist dann natürlich... So fliegt der Sebastian hier an. Scheiße. Hallo Sebastian. Jo, Kalle. Ja. Ich bin jetzt gerade gegangen, weil ich keinen Bock mehr hatte. Ja. Aber ich habe doch noch eine Frage. Ja, okay. Du machst jetzt, also Video ist ja jetzt schön und gut, ne? Also was ändert sich jetzt? Also ändert sich... Ach so. Also für dich, für uns, was ist jetzt eigentlich der Unterschied zu Freaks? Ich habe jetzt viel mehr Strukturen als vorher. Bei Freaks war alles sehr cool, so mit den Studios und dass ich da alles lernen konnte, was ich bisher so kann. Aber jetzt wird nochmal alles ein bisschen besser strukturiert. Das heißt, ich habe jetzt tägliche Syncs zum Beispiel mit Jessica. Hallo Jessica! Mit der gleiche ich mich dann ab und wir sprechen darüber, was dann jetzt geplant ist, was die Woche, die Tage so ansteht. Wir planen die Videos, die Streams und sowas. Und das ist dann schon mal der eine Punkt. Generell, du, Gnu und Max, ihr seid ja dann auch öfter mal hier. Wobei Gnu, ne, ein bisschen seltener, aber ich kann mit euch dann hier Sachen aufnehmen, auch mal spontan, irgendeine dumme Scheiße. Ja, wir können uns auch austauschen vor allem. Ich kann dich mal fragen, hey Karl, Sebastian. Der kreative Austausch. Ja, genau. Ist krass jetzt. Ja, man hat jetzt... quasi alles genommen, was man so hat und macht's noch geiler und deswegen kann man sich jetzt auch darauf verlassen. Okay, das ist fair enough. Ich würde tatsächlich dann jetzt in diese Richtung gehen, ja? Geh mal in diese Richtung, tschüss. Perfekt, ciao. Ja. Und jetzt Werbung. Höhenverstellbarer Arbeitsplatz. Ja, aber... Du, Kalle. Ja. Oh.
meine Lieblingsvideos von dir sind ja Gaming-Videos. Ach so, ja. Und jetzt sagtest du, jetzt kommt Musik und Vlogs und Charity-Sachen und so. Ach so, ja. Was ist denn jetzt mit Gaming? Weil ich möchte sehen, wie du zockst, wie du asozial zockst und sitzt und zockst. Ja, also grundlegend ist es so, ich mach mal kurz die Tür zu. Ja, also viele Leute, die es immer gecheckt haben, sind im Klo. Ja, tatsächlich ist es ja so. Schieß mal ab, ja. Erzähl mal. Ich habe zwei YouTube-Channel, ne, für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben. Einmal hier, dieser Kalle und Kalle Zwoschinski. Das bedeutet, der Gaming-Kanal ist jetzt Kalle Zwoschinski. Da kommt auch schon seit Monaten jeden Tag ein Video zu verschiedensten Spielen. Ich habe jetzt sehr viel Escape from Tarkov gespielt, generell Shooter, Hunt Showdown. Ich habe auch mal hier Resident Evil 4 jetzt. Habe ich auch gezockt. Genau. Und all solche Sachen. Und auch viele feiern ja immer diese Horror-Games. Geht ihr mal auf den Kanal, Link ist in der Beschreibung. Und dann klickt ihr entweder auf Abonnieren und Glocke und kein Oder. Und das letzte Video liken. Das letzte Video liken. Und Hashtag Klotalks. Und Werbung. Ich habe mich jetzt mal nach draußen verzogen hier, schön Altstadt, Altstadt sag ich schon, ja hier, Havel, Wasser und so. Solche persönlichen Sachen macht man ja eigentlich auch immer draußen, wenn man seine Ruhe hat, ne? Na, Henno. Moin. Hi, Kalle, Mensch. Ja, du hier, oder? Sag mal, hast du Lust, in meinem Video mitzumachen? Ja, jetzt seit dieser Woche, ich hab's ja mit Sebastian schon besprochen. Und jetzt dachte ich, hol ich dich auch noch mal ins Video. Ja, gern. Wir können auch jetzt noch mal kuscheln, so fürs Thumbnail, wie sie so. Kalle hat's gerade so leicht gezittert, als er mich gedrückt hat. Ja, ich hasse ja Körperkontakt, ne? Das ist so was, ich glaube, das ist aber auch mit meinen eigenen Unsicherheiten hat das zu tun, weil ich auch niemanden, ich will ja nie jemand auf den Sack gehen und manchmal gehe ich Leuten auf den Sack und dann ist es vorbei. Warum ist der Henno jetzt mit dabei? Einfach für die Reichweite vor allem. Und wir wollen den lieben Henno doch auch mal fragen, sag mal, wie findest du das denn jetzt eigentlich, dass ich bei Instinct 3 bin? Ja Mensch, ich finde das natürlich knorke, dufte, schnieke, ja. So, ne? Weil der Kalle ist ja mein bester Freund. Also ihr seid ja am anderen Ufer, ist ja insane gewesen. Ja, besser als er da hinten. Achso, sorry. Der Spandauer hat was. Ja, da oben, Spandauer hat was, wurde genau da oben. Nochmal digital, auch nochmal. Ja, genau da oben. Hier und schön. Da wurde noch was gedreht. Erinnerst du dich an. Erinnerst du dich an dein Abo-Special, wo du die Dose weghaust? Genau. Danke. Peng. Oh, Alter, das ist mal so geil, wenn das so vom Hellen ins Ordentliche geht, ne? Ja. Genau, wir haben uns jetzt nochmal hier schön hingesetzt. Guck mal, hier ist noch Osterglocken. Hier, das. Ja, aber da ist doch noch nichts. Ja, aber toll. Halt. Ja, was erwartest du denn jetzt vom Kanal, beziehungsweise auf welchen Content freust du dich denn am meisten bei Kalle Kuschinski, der übrigens jetzt 600.000 Abonnenten geknackt hat vor kurzem. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Danke. Mein größtes Verlangen als Abonnent ist, zu wissen, was da jetzt mal Phase ist. Das war jetzt so viel hin und her und Kraut und Rüben und Pause hier und ich kann nicht mehr da und verstehe ich auch. Ich glaube, alle oder viele verstehen das. Aber ich will jetzt gar nicht viel gelabern, sondern ja. Ich will einfach, dass jetzt was kommt und ja. Ich merke ja dann auch, was regelmäßig kommt. Ich will Kontinuität. Ja. Kontinuität, in welcher Frequenz das dann auch immer ist. Kontinuität kann ja heißen, einmal im Monat, aber dann wirklich jeden Monat einmal. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man den Channel von dir abonniert und eine klare Erwartungshaltung hat, die dann auch erfüllt wird. Ja. Ich freue mich am meisten auf tatsächlich die Dinge, wo ich das Gefühl habe, da bist du am stärksten. Das ist wilde Mucke mit wilden Musikvideos. Ja. Nicht so bling-bling rauspolierte Musikvideos, die dann auf Viva MTV laufen, sondern, weißt du, ich finde sowas wie Spandauer Hardbass, das ist immer noch, glaube ich, das erfolgreichste Ding, was du je gemacht hast, was man so krass mit dir verbindet. Überleg mal, was daraus alles entstanden ist, auch mit Hyper und so. Das war ja ein Furz. Das war ja auch vom Aufwand her ein Furz. Ja, ja. Das Ding war ja einfach nur, du rufst einen Tag vorher Leute an, ja. Yo, komm mal rum, bring wilde Klamotten mit. Es war ja null Konzept eigentlich,
außer wir sind asozial. Ja. Und es gibt halt diesen Song halt, dieses Instrumental. Genau. Was eigentlich, witzigerweise, wissen vielleicht viele gar nicht, der Spandauer Hardbass als solches sollte eigentlich wirklich nur mal für Gaming-Edited-Videos Musik sein, die du verwenden kannst. Die man verwenden kann, genau, so einfach als Hinterlegung. Und dann lag der irgendwie mega lange rum und ich meinte dann so irgendwann zu Robin, der das ja gemacht hat, der Perictus, du Robin, ich hab jetzt mal 100.000 Abos, Was gekotzt. Du kannst auch immer in der Mitte bleiben, wenn du den Torso mitdrehst. Ich glaube, du musst halt das machen, was dir Spaß macht, aber darauf dann auch erstmal bleiben. Ja, also um da auch vielleicht noch kurz anzuknüpfen, ich meine, es war ja gerade im erfolgreichsten Jahr von mir, sage ich jetzt mal, 21. Viel Bus. Und ich werde natürlich seither auch von euch darauf festgenagelt. Für mich ist das aber dann auch irgendwie zu einer Fluch und Segen gleichzeitig geworden, bin ich ehrlich. Ich habe das ja nie so offen kommuniziert. Ich war jetzt aber mal Busfahren, da kommt jetzt ja auch demnächst das Video und da ist das Thema für mich erstmal, sage ich jetzt mal, abgeschlossen. Ist auch ein rundes Ding dann. Ich fahre Bus, da war auch Polizei dabei, witzigerweise. Aber genau, ich möchte auch vor allem das machen, worauf ich Bock habe und ich habe mich da auch ein bisschen, glaube ich, zu verleiten lassen, dass ich dann nur das eine mache, damit Dopamin, Futter da ist. Dopamin, ja. Erfolgreiche Videos, ja, ja. No-Brainer. Die haben ja teilweise eine Million auf. Ja. Das ist ja bescheuert. Und ansonsten, also sowas hier könnt ihr auch in dieser qualitativ hochwertigen Form öfter erwarten. Also jetzt nicht immer mit Henno, vielleicht auch mal mit dem anders oder alleine vor allem. Da sind auch schon ein paar Sachen fertig. Gerade von den Trips zu dem musikalischen Ding, da habe ich ja schon was fertig. Aber ich will jetzt auch nicht ganz lange darüber reden. Wie ist denn das mit Twitch und Zweitkanal eigentlich jetzt? Genau, Zweitkanal habe ich auch schon erwähnt. Ach so. Da kommt jetzt Gaming und Twitch hat tatsächlich auch seit Anfang des Jahres, genauso wie, oder eigentlich schon seit letztem Jahr, hat Twitch eine Regelmäßigkeit. Da wird dreimal die Woche gestreamt. Immer Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, 14 bis 20 Uhr. Zweitkanal ist dann halt Gaming, ne? Kalle Zwoschinski. Ja. Immer noch ein genialer Name. Ja. Besser als Hand of Uncut. Also ich finde, man kann eigentlich bei fast allem immer so ein Hand of irgendwas. Ja. Ja. Also es ist immer geil. Ja. Hand of Trash. Hand of Boosted. Ja, Hand of LOL. Weil du jetzt ja wieder LOL spielst, dachte ich irgendwie. Ja, komm, nur LOL. Wie läuft's da mit dem Kleinen? Gut, bin jetzt Dia 3. Ja. Und es ist witzig, also wir haben wirklich häufiger mal Matches, wo Top oder Botlane richtig inte. Ich hock dann da so. Leute. Ihr sollt doch mich boosten. Also kriegt auch Geld dafür, dass ihr gut spielt. Was, du kriegst Geld von dir? Nein, die sind ja Profispieler. Ach so. Das meine ich. Ich dachte, du bezahlst für deinen Boost. Nee, aber die verdienen doch Geld dafür, dass sie LOL zocken. Ja. Aber es ist manchmal ganz witzig, weil man ja eigentlich meinen müsste, dass ich jedes Game so 0-10 gehen müsste und die mich in den Rucksack stecken und richtig rennen. Aber ist nicht so. Ist sehr häufig nicht so tatsächlich. Ja, aber es spricht ja für dich. Ja. Ja. Gut, das war's mit dem Henno. Willst du jemanden grüßen? Ich grüße den Klaus-Peter aus Salzgitter Bad. Klaus, wir sehen uns. Erste Maiwoche. Das ist mein Vater. Und jetzt gibt's Werbung. Tastatur. Ja, da bin ich auch noch mal kurz alleine. War jetzt ein bisschen chaotisch wieder. Ihr kennt das aber von mir auch nicht anders. Ich kann nur sagen, ich freue mich auf die kommende Zeit bei Instinct Free hier extrem. Wird sehr, sehr cool. Ihr könnt euch auf viele Sachen freuen. Und vor allem ist mir wichtig zu sagen, ihr könnt euch auf eine Regelmäßigkeit tatsächlich auch freuen. Ja, ich werde mich wahrscheinlich auch immer weiterentwickeln. Ich werde auch vielleicht immer mal wieder was Neues ausprobieren wollen. Und wenn ihr Bock habt, liked gerne das Video, teilt das mit euren Freunden und Freundinnen, eurer Mutter, eurem Vater, wie ihr halt wollt. Ne? Und dann haben wir jetzt eine gute Zeit wieder hier auf YouTube. Ne? Und ich habe einfach richtig Bock. Danke fürs Einschalten und jetzt geht's wieder los. Yeah. Für mich ist das auch natürlich eine komplett aufregende Sache, muss man dazu nochmal sagen. Wie gesagt, die letzten anderthalb Jahre waren ein bisschen tricky, für mich persönlich auch. Und ja, ich freue mich einfach jetzt auf die kommende Zeit. Es sind jetzt schon viele Dinge passiert, die mich sehr glücklich machen, die euch hoffentlich auch glücklich machen werden. Lass uns zusammen Power, versteht ihr? Ne? Und jetzt gibt es nochmal Werbung. Kühlschrank. For a man and a woman.